So, weiter geht es mit Minecraft. Wir wollten hier weiterbauen. Ich weiß gerade nur nicht mehr was. Doch, wir wollten hier im Planschbecken, glaube ich. Die Fackeln vorbereiten, richtig. Genau, die Grundidee war ja, dass dieses Becken hier, wo wir jetzt hinlaufen, auf zwei Blöcke tief nachher ausgehoben wird. Und dieser Beckenrand wird unter Wasser hier mit Fackeln. Ach, jetzt weiß ich, was ich. Ja, genau. Ja, genau. Also wieder zurück. Mir ist eingefallen, was wir wollten. Ich habe kein Glas. Das war das Problem. Richtig. Ja, tut mir leid. Das ist halt so. Jeder Gang macht schlank. Müssen wir durch. So. Und wir brauchen einfach nur die Glasblöcke. Wir brauchen keine Fenster. Das ist das Gute. Hier war alles leer, ne? Ist Kohle, Stein. Mehr hatten wir in der Tat nicht gemacht. Okay. Ja, wie wurde dieses große Becken befüllt? Ich habe mir mal ein paar Sachen angeschaut, aber irgendwie ist das alles eher schwierig. Ich werde es wohl auf die Art machen, dass ich das mit Wasser fülle und die zweite Ebene dann im Prinzip ja raushole mit der Schaufel, dass wir nachher zwei Block tief sind. Ich habe mich wahrscheinlich gerade total schwierig ausgedrückt, aber ihr werdet dann nachher sehen, nehmen wir das jetzt mit. Also ich erhoffe mir, dass es nachher auch super aussieht. So. Und wenn nicht, dann hat man halt relativ viel Ressourcen und Zeit, ja, in Sinnlosigkeiten gesteckt. Ich denke, die Folge werde ich nicht zurechtschneiden, sondern dann einfach im Anschluss hochladen. So. Ich zeige euch mal, was ich vorhabe. Ich brauche aber Erde, soweit. So. Wir müssen sogar noch tiefer. Ja, das ist die Frage, ob mir das jetzt gefällt. Ich hoffe, das klappt. Meine Idee? Dass ich hier gar nicht rankomme, so. Okay. Und jetzt kommt da drüber. Glasblock. Dann sollte hier, wenn das Wasser drüber ist, das alles etwas durchschimmern. So meine Idee.
wird schwierig. So, da geht schon mal los. Wir haben uns hier... Ach nee, lassen wir so. Wir haben uns jetzt einfach mal nicht verbaut. Genau, hier hatte ich das schon mal ausprobiert, ob man das eher an dieser Seite hier anbringt, aber so, das ist weit zu hoch. Das ist so, halt, wenn man quatscht, dann kommt halt nur Murks raus, ne? Natürlich müssen wir das hier abdecken, dann glaube ich mit Erde. Gut, es sei denn, wir machen jetzt zwei Spots nebeneinander. Das würde natürlich auch gehen. Na. Ja, ich glaube, das geht. Wir werden mal die Eckpunkte vorgraben. Das ist natürlich jetzt Murks. So, das wollte ich nämlich so nicht haben. Ich wollte jetzt muss ich gucken, dass ich mich hier nicht verbuddel. Geht aber. Okay, der Kohle. Ist halt die Frage, ob wir die dann rausholen oder nicht. Das Ding ist, wir müssen das jetzt alles fertig machen. Beim Nachhinein hier was reinzubasteln, das ist ein bisschen schwierig unter Wasser. Das möchte ich gerne mal wissen, wie viele Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke breit. Ja, das ist so eine Hilfslinie, die ich mitziehe.
Blöcke kommen nachher wieder weg. Jetzt haben wir gesagt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das müsste dann hier. So. Das kontrollieren wir natürlich noch. 1. Okay. Haut hin. Ja, das ist deutsche Gründlichkeit, ne? Wie man sie kennt. So. Wie viel sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dann kommen hier welche hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack, zack. Da und da. Ich habe mir schon überlegt, ob wir diesen friedlichen Modus langsam mal aufheben und wieder einen etwas spannenderen einfügen. So ein paar Spinnen oder Creeper wäre nicht schlecht. Das hat aber doch den großen Nachteil. Dass wir nachts nicht bauen können. Ja, ich könnte mir natürlich jetzt ein Bett irgendwie basteln, um die Nacht zu überspringen, aber ich muss gestehen, doch haben wir keinen Bock. Ich habe da keine Lust drauf. Ja, lassen wir das, glaube ich, erstmal so. Bis auf Widerruf. So, ja, meine Idee war, 6 Blöcke, Blöcke breit, habe ich gesagt, ne? Ja, 6, waren 6. Jetzt müssen wir die Länge mal ausmessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke. Ja, das sind 6 Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, jetzt habe ich mich natürlich verzählt, glaube ich. Aber das ist nicht schlimm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Haut hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Ah, nee, das sind ja nur 4. Das ist schlecht.
Ja, das gefällt mir so. Lass den ganzen Müll wieder weghauen. Er ist eine etwas umständliche Art, vielleicht auch Sachen auszumessen, aber auf der anderen Seite ist es auch ja eigentlich auch ziemlich einfach, weil okay, wird das aber nicht schon. Definitiv auch zu wenig Fackeln. Das kracht ganz schön. So. Hier hatten wir schon drin. Hier auch. Da drüben. Auch. Okay. Und was mir überall die Fackeln rein. Ja, hier war der Stein. Ja, lasse ich aber so. Das ist ja alles rauszukloppen. Muss ich gestehen. Habe ich auch keine Lust. Jetzt raus. Ach komm, was soll der Geiz? Ich freue mich auf, wenn ich Rohstoffe finde. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich alles habe. Ah ja, hier wollten wir sogar zwei machen, richtig. Ich habe mich etwas gewundert. So. Zack, zack. Okay. So, was machen wir hier Schönes?
Nicht, dass das nachher zu viele. Ja. Nee, das lassen wir so. Okay. Jetzt möchte ich aber gerne mal, wie das Ganze von oben angucken. Türen reicht oder müssen wir aufs Dach rauf? Ach ja gut, man sieht natürlich nicht sehr viel, weil wir müssen das Ganze natürlich erstmal ausheben noch. Ja. Ja, wobei, halt, und was ist hier falsch? Das da drüben stimmt irgendwie nicht. Okay, da müssen wir nochmal ran. Hab ich jetzt von unten aber auch gar nicht gesehen. Den einen Klumpen lassen wir mal stehen für alle Fälle. So, hier rum, raus, zack, zack, zack. Weil das hier nicht stimmt. Und wie habe ich... ich habe mich hier verbaut, glaube ich. Ja. Nein, das ist meine Schuld. Warum? Ja, genau das war so. Wir gehen von der Kante aus. Okay. Okay, ich verstehe das Problem. Ich habe das Ganze jetzt. Ja. Ja. Ja, okay. Mein Fehler. So. Na. Und das hier müssen wir. Zwei, drei. Nee, irgendwie. Ich verhaste mich gerade. Ich entschuldige mich schon mal dafür im Voraus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So.
Das ist die 6. Aber ich finde, die Frage ist halt, na, der Abstand muss sich etwas größer sein zu dem, sonst ja. Das sollte jetzt hinhauen. Nun sind aber hier die natürlich falsch gesetzt. Das heißt, den lassen wir aber so. Zack. Okay. Habe ich eigentlich vor, einen Springbrunnen hinzubauen, der diese Umrandung. Jetzt gucken wir uns diesen Spaß doch noch mal von oben an. Und wahrscheinlich ist wieder irgendwas falsch. So, mal gucken. Ja. Nö. Sieht. Genau, drüben muss noch weg. Ja, ich glaube, so kann man es lassen. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier überall die die Glasblöcke raufsetzen. Die buddeln wir zu. Das hier. Hä? So, nee, sah nur so komisch aus. Deswegen. Okay.
Wie gesagt, ich werde das Ganze mit Wasser fluten und wenn das dann passiert ist, werde ich dann diese eine Erdschicht wieder abtragen. Dann kommen auch diese meine tollen Fackel-LED-Spots zum Vorschein. So der Plan. Es gibt zwar, wie gesagt, andere Verfahren noch, hier so großes Becken zu fluten, aber ich möchte mir zum Beispiel nicht alle zwei Blöcke eine große Mauer ziehen, die dann, ja, wo das hier dann nach 5, 6 Blöcke tief in die Erde reingeht und das dann so Schritt für Schritt mit Wasser auffüllen, dann die Mauern wieder. Das dauert irgendwie zu lange. Wobei das ein Problem ist, weil wenn man größere Becken macht, die eine größere Tiefe haben sollen, irgendwann problematisch werden. Man kann ja auch nicht stundenlang unter Wasser rumbuddeln, nicht nur weil in die Luft ausgeht. Gut, da kann man was gegen tun, aber unter Wasser ist halt der Abbauprozess wesentlich langsamer. So. Die machen wir auch zu. Hier ist auch fertig. Hier ist auch fertig. Gut. Hier ist nicht fertig. Ich habe jetzt auch keinen Glasblock mehr. Was natürlich schwierig ist, weil das muss ich wieder zurücklaufen und neu holen und ja. Wahrscheinlich war ich wohl nicht so schlau und habe nochmal neu angesetzt. Ich muss auch gestehen, ich bin etwas müde. Da sind meine Planungen gerade etwas wirr. So, reichen die 14? Wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt auch natürlich keine. Doch, Sand. Sand ist da. So, und dann muss ich in der Mitte noch den Springbrunnen irgendwie gestalten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so klappt. Wahrscheinlich nicht. Ist ja meistens so. Okay, so, jetzt haben wir glaube ich aber alle geschlossen. So, ich habe ein Fackelproblem. Gut, die Erdklumpen da unten, die werden sich nachher so, ja, selbst auflösen. Die jetzt herauszuholen. Ja. Kann man machen, aber brauchen wir jetzt nicht. Okay.
wie geht es jetzt weiter? Haben wir noch etwas Ziegelstein da? Ja, haben wir. Ja, da wird aber auch nicht reichen. Schon gar nicht, wenn man sich verbaut. Genau. So. Ich wollte eigentlich Bruchstein nehmen, aber ich dachte, der Ziegelstein sieht edler aus. Noch Ziegelstein. Stein. Das reicht trotzdem nicht. Das reicht trotzdem nicht. Ich weiß auch nicht, ob das alles so funktioniert. Eigentlich brauchen wir noch mehr Bruchstein. Ich habe keinen. Ja, die Glasquader sollten jetzt aber reichen. Okay, wir werden die jetzt hier mitnehmen. Nein, noch einen brauchen wir. Um 4x2 zusammen zu haben, oder? Nehmen wir den hier mit. Ja, gut, machen wir auf jeden Fall. So, halt, ich wollte. Genauso wollte ich das haben. So, okay. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Die restlichen Blöcke einsetzen. Ich bin ein bisschen ärgerlich, dass wir uns hier verbaut haben. Was heißt wir? Ich war das ja. Das hat natürlich etwas Zeit in Anspruch zu nehmen, das da gerade zu ziehen. Aber das ist nicht schlimm. Eigentlich, weil das gehört immer dazu. Und aus Fehlern lernt man. Und wie heißt es doch so schön? Es ist nicht schlimm hinzufallen. Es ist nur wichtig, wieder aufzustehen. Gut, der Brunnen wurde jetzt nicht ganz quadratisch. Aber obwohl doch ist er so also komisch aus von der Seite. Nee, dann ist er genau. Ja, gut, 4x4, genau. Gucken wir es mal von der Seite an. Gehen wir noch eine Reihe höher?
Folgendes vorgestellt. Ich hoffe, das Wasser fließt dann hier auch runter. Wenn nicht, ist nicht so gut, ne? Ziegelsteine. Nicht weit mitkommen. Das ist natürlich jetzt ein ziemlicher Mist, weil eigentlich. Okay, Folgendes. Wir machen eine kleine Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich etwas besser strukturiert. Ich werde jetzt etwas rumexperimentieren. Vielleicht habe ich in der nächsten Runde schon etwas Sinnvolleres zusammengebaut. Okay, bis dann. Euer Dark von Galaxy.